Moin moin und herzlich willkommen meine lieben Freunde hier zu einer neuen Folge. Wir wollen es heute noch einmal probieren und jetzt tatsächlich schaffen, mit dem FC Bayern abzusteigen, ohne rausgeworfen zu werden. Ihr habt mir dafür in der letzten Folge, falls ihr es nicht gesehen habt, einfach nochmal auf dem Kanal auschecken oder vielleicht in den Anmerkungen gucken. Da habe ich probiert, mit Bayern abzusteigen. Es hat nicht geklappt, die haben es irgendwie verhindern können, wir wurden auch noch rausgeschmissen. Ihr hattet mir Vorschläge dargelassen, und zwar soll ich versuchen, zwei Mannschaften zu machen. Einmal eine gute Mannschaft, mit der werde ich Champions League holen, Markenpräsenz dadurch weiterhin behalten, dadurch, dass wir die guten Spieler behalten, vielleicht auch ein paar gute Spieler uns besorgen. Und national werden wir verkacken, zur Hälfte. Wir werden Pokal gewinnen, DFB-Pokal, aber Liga verlieren. Und wie machen wir das? Wir holen uns zwei Mannschaften, wie ich eben gerade sagte, eine gute Mannschaft. Hier würde ich zum Beispiel Ribéry verbessern wollen. Und statt Süle, keine Ahnung, würde ich fast sagen Boateng rein. Ja, also, dass man so ein bisschen die ganz starken Spieler hier drin hat. Ja, ihr seht es ja, da geht ja einiges. Man kann richtig gute Spieler auch so auf die Bank noch packen. Wir haben auch ein paar, mit dem man hier noch was machen kann. Also ich würde sagen, wir holen Ribéry raus, weil der ist zu alt, und auch Robben, und holen uns dafür dann irgendwelche anderen starken, guten Spieler. Wir haben ja genug Kohle, das ist ja nicht das Problem. Und wir holen uns für diese zweite Mannschaft noch einen Innenverteidiger, vielleicht auch ein, zwei mehr, damit die in der Liga immer verlieren können. Ja, das ist so der Plan. Ich werde nicht jedes einzelne Spiel mit euch zusammen simulieren, sondern ich werde euch nach und nach Berichte geben, wie es aktuell läuft, was ich transferiert habe am Ende der Transferphase, dass ich das einfach mal so klar, nicht dieses, wo ich jede einzelne Transfer und so weiter euch zeige, sondern nach und nach, wenn was Interessantes ist, zeige ich euch, was ich alles gemacht habe. Wir werden uns also jetzt als nächstes nach der Transferphase sehen. Bis gleich. So, liebe Freunde, es hat sich einiges getan. Es hat sich wirklich ordentlich was getan. Wir hatten ein paar Probleme. Ich kann es euch auch mal zeigen. Also, wir haben diese Burschen hier geholt. Wir haben Mpadu, Doucouré, Sterling, Carvajal und Salah uns geholt. Verkauft haben wir, da muss ich wahrscheinlich auf Transfers oder so schauen. Überblick Transfers, mein Verein. Also Salah haben wir gekriegt. Bayern hat Robben verkauft. Coman wurde verkauft, weil er eine Ausstiegsklausel hatte, und Leicester hat die einfach bezahlt. Ribéry haben wir verkauft. Carvajal musste ich kaufen, weil, jetzt kommt's, Sterling habe ich gekauft. Kimmich auch eine Ausstiegsklausel leider hatte. Das ist natürlich alles suboptimal, aber die Mannschaften sehen jetzt so aus. Das sind die beiden Mannschaften, die sind um und bei 60 und die sind um und bei irgendwas Ende 80. Problem, ich habe einmal gewonnen, weil ich blöderweise nicht da nachgedacht habe. Und ja, da habe ich dann mit der A-Mannschaft gespielt. Ich werde jetzt also einmal bis zum Winter mal durchsimulieren und nochmal gucken, wie weit wir da kommen. Mal sehen, bis gleich. Okay, ihr seht schon, 54 sieht nicht so gut aus. Wir sind auf dem 17. Platz, haben einen Punkt mehr als der Hamburger SV. Haben es aber, ganz kurz geguckt, DFB-Pokal schon weiter geschafft, das ist gut. Wir haben einen Supercup gewonnen, wir haben Champions Trophy, wir sind in der K.O.-Runde der Champions League. Also im Prinzip haben wir alles soweit erfüllt. Unter der Zielvorgabe, ja natürlich. Markenpräsenz erreicht, Kontinentalphase, Kontinental, da sind wir in der Achtelfinale-Phase, also das sieht soweit eigentlich in Ordnung aus. DFB-Pokal können wir schaffen, nur Ligameister fehlt, und ja, mittlere Priorität, das könnte ich noch machen. Ansonsten weiß ich halt auch nicht. Also wir fallen natürlich schon echt stark, aber wir sind definitiv besser davor als beim letzten Mal. Also noch einmal die Mannschaft hier. Tja, die Mannschaft sieht schon eigentlich sehr, sehr, sehr in Ordnung aus. Die Mannschaft nicht so sehr, und deswegen liegen wir sehr weit hinten. Und ja,
Schwierig zu sagen, ob das was wird. Ich werde jetzt erst einmal die Transfersachen hier anschauen. Da sind zwar ein paar gute Spiele bei, aber die können wir alle nicht holen. Dafür fehlt uns dann einfach letztendlich die Kohle. Wir brauchen es auch nicht unbedingt. Ja, also wir haben eine Mannschaft, die eigentlich alles schaffen kann. Es ist immer mal wieder ein bisschen eng, aber ja, da gucken wir mal, ob das so weitergeht oder nicht. Besprechung bezüglich Leistung anberaumt. Das ist immer noch so ein nicht ganz so gutes Zeichen, ne? Ich weiß, dass man mit... Oh, Verbindung mit dem EA-Server verloren. Warum auch immer. Internet weg? Keine Ahnung. Das ist immer nicht so gut. Aber ich weiß, wenn man eine 39 hat, dann schmeißen sie einen eher raus. Aktuell sind wir ja gut davor. Und ihr habt ja auch gesagt, man kann das schaffen. Also probieren wir es mal, ne? Transferangebot für Jerome Boateng, das lehne ich natürlich ab. Den wollen wir natürlich behalten. Ja, da müssen wir natürlich ganz konsequent eben sein. So, Leverkusen ist unser Gegner. Ich werde jetzt hier mit euch so ein paar Spiele auf jeden Fall mal so mitnehmen, ein bisschen simulieren. Und da verlieren wir leider 3:0. Mann, das ist echt blöd. Transferangebot für Rafinha. Ich werde die Spieler alle eigentlich nicht verkaufen wollen, aber ich weiß nicht, ob Rafinha eventuell... Ja, der hat da direkt schon verhandelt, ne? Weil er, glaube ich, nicht mehr so viel offen hat an Monate. Das kann es natürlich sein. Stillstand bei den Verhandlungen, in Ordnung. Thiago will in der kommenden Partie dabei sein. Der ist natürlich jetzt gleich enttäuscht, dass er eben nicht spielt. Und so läuft eigentlich die ganze Zeit. Man kann immer schön hin und her wechseln, aber ich denke, das ist halt auch nicht so mega spannend. Das wäre jetzt ganz normale Liga, ne? Eieieiei. Das wäre ja nochmal glücklich ausgegangen, dass wir da das nochmal geschafft haben. Na gut. Shabani wollen sie uns abnehmen. Nö, danke. Also es ist alles machbar. 49. Oh Mann. Ja, na gut, wir kriegen natürlich schon einen kleinen Bonus, sobald wir es schaffen, in der Champions League noch weiterzukommen und so weiter. Aber es ist wirklich nicht einfach. So, da muss ich natürlich hier oben einen auswechseln und da ist die Frage, wen haben wir da hin? Ja, da fehlt mir ein bisschen noch mehr Auswahl, weil wir sehr viele Flügelspieler da haben. Okay, dann mache ich das einfach so, Doucouré da oben in Sturm. Wir haben ja da noch Spieler. Aber besser wäre es vielleicht noch ein bisschen... Auswahlmöglichkeiten zu haben. Das ist soweit aber in Ordnung. Sehr schön. Und ja, Sperre abgelaufen. Das heißt, den Rest werde ich einmal vorspulen bis zum 1. Januar. Beim letzten Mal sind wir ja schon hier im Januar rausgeworfen worden. Ich meine, es war so um bei 20, 25, was auch immer. So, ja, es läuft auf jeden Fall. Transferphase will er nicht mehr da, also in der nächsten Transferphase will er abhauen. Das ist ja okay. Jetzt ist nur die Frage, wie schnell schaffen wir es? Ist alles auch voll okay, ne? Ich merke gerade, dass hier die Anzeige, ja, es geht. Ein bisschen wackelt das. Ganz komische Lags, warum auch immer die da sind. Ich habe keine Ahnung. Ich werde das ein bisschen jetzt vorspulen. Also ein paar Monate. Falls ich vorher rausfliege, melde ich mich wieder. Ansonsten sehen wir uns, sobald die nächsten wichtigen Spiele sind. DFB-Pokal wäre zum Beispiel eines davon. Das heißt, das kann ich euch direkt zeigen. Ihr seht nach und nach, das fällt und fällt und fällt. Das ist nicht gut. Meine Rolle im Verein, Salah, ist auch wütend. Aber er darf jetzt ja auch im Pokal ran auswärts. Oh, bitte nicht verlieren. 1-0. Hui, das war ganz eng. In Ordnung. Ja, die sind natürlich unzufrieden. Das kann ich verstehen, voll und ganz. Spielt ja hauptsächlich die X-Mannschaft sozusagen, die Z. Nicht mal die B-Mannschaft sind die, sie sind ja die allerletzten. Aber okay, wir sehen uns also gleich wieder. Okay, also, nächstes Spiel steht an und zwar gegen Liverpool. Bayern gegen Liverpool, schwierige Aufgabe. Mal sehen, ob wir die schaffen. Das wäre natürlich jetzt eigentlich das Allerwichtigste, dass wir das jetzt hier packen. 1-2, das war das Hinspiel, ne? Oder ist da noch ein Rückspiel anberaumt? Ja, ist noch ein Rückspiel. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob es soweit schon reicht, dass wir
Wir können es immer noch schaffen, ne? Ja, es ist alles noch offen. Das heißt also, die Mannschaft könnte, wenn ich jetzt einfach nur über Kalender simuliere, immer noch schaffen, aus der gefährlichen Zone rauszukommen. Okay. Bin nämlich jetzt gespannt, was mit dem Rückspiel ist gegen Liverpool. Das möchten wir auf unbedingt gewinnen, ne? Deswegen Daumen gedrückt. Die Mannschaft sieht super aus. Verlieren an den Stellen, wo wir verlieren müssen. Sehr gut. Und jetzt die 43. Oh, oh. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch irgendwas hätte noch zusätzlich schaffen müssen. Wenn ich jetzt wieder verliere. Automatisch ersetzen. Wenn ich jetzt verliere, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir raus sind. Nein. Okay. Okay, Liverpool. Jungs, es ist wirklich sehr, sehr, sehr eng gerade. 3-1 gewonnen. 3-1 gewonnen. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. 41 schon, bei 41. Und die Sache ist, ich könnte vielleicht zwischendurch mal irgendwie ein, zwei Spiele gewinnen. Dass da oben ein bisschen besser wird. Come on. Wir haben mal gewonnen. Hui. Ja, das hat uns schon mal ein paar Punkte wieder gebracht, die uns kurz vorm Rauswurf, ja, gerettet haben. Okay. Ein Spiel gegen Borussia Dortmund. Ich muss alles auf eine Karte legen. Ich darf nicht zu viele Punkte holen. Okay, verloren. Mal sehen. Wir sind noch dabei. Ist alles gut. Es ist alles gut. Und Verletzung. 2 Monate. Das ist echt ätzend. Lukas May hat sich verletzt. Der auf der Bank. Na, nee, wo ist er denn? Da ist er. Da muss Doucouré dann hin. Und dann im linken Flügel. Da hatten wir doch einen gesperrten Spieler. Da. Pantovic. Okay, ja. Es ist nicht so ganz einfach. Freiburg, die müssen mehr Spiele machen, die müssen mehr Punkte holen. Wenn ich jetzt wieder verliere, ich sehe schon 41, bei 39 müssten wir eigentlich so gut wie weg sein. 5-1, was für eine Klatsche. Okay, das ist alles noch im grünen Bereich, Leute, es ist krass. Die letzten Spiele, 6 Spieltage sind noch. Ein Vorschlag, Trainer. Ja, wir können das ruhig mal machen. Hamburg hat auch ein paar Punkte auswärts. 2-0 gewonnen. Damit hätten wir punktgleich. Zumindest mit Hamburg. Und es bringt uns immer wieder was. Es ist wirklich so ein Balancieren auf der Messerspitze, auf der Messerschneide. So, das Spiel gegen Barcelona. Na. Wenn wir das verlieren, dann sind wir raus. Also dann haben wir... Ja, Rückspiel haben wir immer noch. 1-1. Oh, oh, oh. Wie sieht's aus? 17-17. Okay, heim müssen wir jetzt mal wieder verlieren. Alter, das ist jetzt... Das sind die letzten Spiele, ne? Das sind wirklich die allerletzten Spiele. Und es ist so ein ganz klein... So ein ganz starkes Balancieren. So. Jungs, ihr müsst jetzt alles geben. Auswärts... Wir haben es schon zu Hause nicht gepackt. Wenn wir jetzt verlieren, dann ist aus. Dann ist... James Rodriguez. Sieht gelb-rot und wir machen das 1-0 am Ende. Boah. Okay. Er ist kurz geschaut. Ja, wir müssen wieder verlieren. Sehr eng. Jungs, das ist wirklich spannend. Das ist sehr, sehr spannend. Pokal wollen wir gewinnen. Wir wollen absteigen und Champions League gewinnen. Okay, dann einmal ran an den Speck. Halbfinale gegen Berlin. Also es sind jetzt wirklich hier nur noch die letzten Matches. 1-0. Warum ist das denn immer so eng? Ihr seid so stark. Freiburg, 24 Punkte. Das ist super für uns, weil wir so nicht auf den Relegationsplatz kommen. Aber ich kann mit 44 Punkten ruhig nochmal eine Niederlage rausholen.
Aha. Das ist sehr schön. Atletico. Und wir haben einen Mann weniger, weil Sperre von James. Ja, das ist natürlich fatal. Da holen wir rein Tolisso. Und dann muss auf die Bank irgendjemand anders. Okay. Spannung ist auf jeden Fall da. Ah komm, gehen wir uns mal, verunsichern wir unseren Gegner. Diesmal dürfen wir als zweites ran. Okay. Also auswärts und dann Rückspiel zu Hause. 1-0 verloren. Saul hat's gemacht. Okay. Rückspiel, dann müssen wir 2-1 oder so gewinnen. Keine Ahnung. Alter, das ist so spannend. Das ist so spannend. Ob das klappt oder ob wir rausfliegen. Kurz vor Schluss rausfliegen. Wäre echt mies. Es ist nämlich jetzt Mai. Sperre ist abgelaufen. Tolisso sieht aber auch nicht verkehrt aus. Ich kann ruhig statt Vidal. Ruhig mal statt Vidal ihn da hinpacken, ne? Und dann James. Wo bist denn du? Ach, da. Dahin. Oh, warum nicht mal Tolisso spielen lassen? Okay. Jungs, ich will es jetzt sehen. Kann gar nicht hingucken, aber 3-1 gewonnen! Yes! Okay, Finale steht an. Oder ist das Halbfinale erst noch? Spieler gesperrt, Sperre abgelaufen. Alles okay. Die Mannschaft ist völlig, ne? Völlig auf so ein bisschen, weil die halt mehr spielen wollen. Letztes Spiel. Das können wir sogar mit der A-Mannschaft spielen. Was sagt der Kalender? Oh, wir haben so viel Zeit. Okay, cool. Das letzte Spiel dürfen wir sogar gewinnen. Müssen ja nicht mal unbedingt Letzter werden. Es reicht auch Vorletzter. 2-1 gewonnen, Alaba verletzt. Kacke. 2 Tage, alles kein Problem. Okay, wir sind abgestiegen. Das ist schon mal ganz sicher. Nächstes Spiel ist in 2 Wochen. Und das ist gegen Leverkusen. Aber 3-1 haben wir doch gewonnen, das Rückspiel, ne? Ich glaube, wir haben doch also noch Champions League. Ja, gegen Tottenham. Okay, Leverkusen darf die Heimmannschaft sein. Ganz, 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 ganz eng. Jetzt wird's eng. Auswärts. Oh, shit. Auch noch in der Verlängerung. Okay, das ist schon mal ein ganz tiefer Schlag. Aber es ist nicht so schlimm. Wir müssten jetzt nur noch die Champions League gewinnen. Das wäre dann optimal. Und Carvajal hat rot. Nein. Rafinha muss dahin. Süle, wow. Der hat sich gut verbessert. Wir machen es einfach so. Es wird schon klappen oder nicht. Mal sehen. Finale. Wir sind die auswärtsgesetzte Mannschaft. Das ist immer so blöd. Das ist mega blöd. Oh. Shit. 3-2 auch noch verloren. Wir haben tatsächlich alles verloren, ne? Wir sind abgestiegen. Okay, dann einmal. Mal sehen, ob wir rausfliegen. Fliegen wir noch kurz vor Schluss raus. Wir haben alles verloren. Nicht mal Champions League geschafft, aber wir sind sehr weit gekommen. Immer so auf Messerschneide. Aber es sieht so aus, als würden wir noch drinnen bleiben. Sehr schön. Okay, auslaufende Spielerverträge. Ja, das können wir auch nochmal machen. Das mache ich hier nochmal ganz flott. Es hat sich am Ende noch jemand verletzt. Was auch immer. Aber es sieht so aus, als würden wir nicht noch rausgeworfen werden. Ich drücke uns die Daumen. Das wäre natürlich mega krass. Wir sind sogar am Ende sogar noch Letzter geworden. 18. Platz. Wir haben Champions League nicht geschafft. Im Finale verloren. Pokal im Finale verloren. Tjo,
Aber wir haben immer noch eine Top-Mannschaft. Wir haben nicht die ganzen Spieler verkauft. Das finde ich sehr gut. Bis auf natürlich Ribéry und Robben. In Ordnung. Aber wir sind immer noch dabei. Außer wir werden jetzt direkt am Anfang der Saison rausgeworfen. Das wäre natürlich echt schon blöd. Aber ansonsten hätten wir es geschafft. Danke für auf jeden Fall diese guten Tipps mit Champions League und so weiter. Auch, dass wir dieses Finanzziel erreicht haben mit den 200 Millionen verkauften, also Einnahmen aus Trikots und so. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass wir nicht direkt rausgeworfen wurden. Interessant. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich glaube, hätte ich dazu oft noch hintereinander verloren, hätten wir wahrscheinlich auch den Löffel abgegeben. Okay, ja. Bewertung zum Saisonende. Nicht überraschen, wir hatten mehr Einsatz und Resultate oft, aber dennoch sind wir der Meinung, dass sie eine weitere Chance verdient haben. Okay, Road to Double Abstieg, das wird nicht klappen. Ihr seht es ja, wir haben jetzt schon 42 nur, das wird unmöglich. Aber wir haben es geschafft, Bayern absteigen zu lassen und sind mit Bayern jetzt tatsächlich in der zweiten Liga. Cool, dann bedanke ich mich bei euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne die Daumen nach oben da, das wäre richtig gut. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!